Meine Damen und Herren, willkommen im Video. Heute grillen wir zu Iftar. Mit dabei Grillmeister Gags. Natürlich noch. Was nimmst du? Ah, Patrick, da war. Mit dabei Jones. Ich bin auch dabei. Hä, du kannst dich nicht selber vorstellen, das geht gar nicht. Doch, das geht alles. Ja, nimmst du. Ja, ich arbeite hier mit meinem Kollegen Emil. Hi. Wie geht's euch denn so? Wir haben gehört, ihr habt hier geiles Fleisch, stimmt das? Da hast du richtig jetzt. Ich würde sagen, 1 Kilo Rinderrumpsteak, 1 Kilo Entrecote, 1 Kilo Nase. Auf jeden Fall brauchen wir Köfte. Ja, super. Ein schöner Mann. Hähnchensteak und Kanat. Wir brauchen Rosmarin. Okay, Bunlar da Sparta Rosmarin lebe ich mich heute. Ich will auf jeden Fall diese scharfe Soße essen. Guckt euch das mal an. Das darf bei einem Grill nicht fehlen. Sossis. Legende, kind, Legende. Kindheit. Nein, Mann, Digga, schmeckt nur nach so Öl, so ja. Wie immer der Star des Abends, Efe Pasha Sucuk. Ein Muss bei jedem Grill gekannt. Bruder, hör auf, sowas zu kaufen. Ich weiß, du hast Hunger. Sparta, you're standing number. Diese beiden Brills dürfen auf jeden Fall nicht fehlen. Ein bisschen Baguette, ein bisschen Käse. Unsere Torpedo-Freunde dürfen auch nicht fehlen. Mexiko, El Salvador. Dieser Ketchup ist der geilste Ketchup, den es gibt. Ballade. Hat jemand eine Powerade-Flasche bestellt? Senf darf nicht fehlen. Mayonnaise. Mayo. Diese drei Brüder sind wie Mbappé, Messi und Neymar. Süß. Und hier haben wir Icardi, Keller, Magdalkolo und Mertens. Was sagst du? 97. 140. Was sagst du? Ich weiß nicht. 111. Der Bre hat uns einfach Hunger geschenkt. King Mejnun. Welcome to MTV Kids. Willkommen zu unserem Garten, Burak. Hereinspaziert? Jimmy. Wir haben hier Frösche. Einen Brunnen haben wir. Oder wir machen sogar unser eigenes Mehl hier. Auf jeden Fall haben wir besseren Rasen als in der Premier League. Unsere Terrasse steht immer noch. Hier ist auf jeden Fall unser Waschbecken. Und Grüße an alle Dujils. Quarky Quark. Das war schon immer mein Traum, Rasen zu nehmen. Wir haben mit Turanabe unseren Nachbar. Wie gehst du, Turanabe? Gut, gut. Was machst du? Sollen genießen. Unser Feuer formt sich langsam zu Feuer. Unser Feuer formt sich langsam zu Feuer. Warte, wir können, warte, neues Profilbild für Facebook. Unser Salat wird vorbereitet. Mit Schale, weil Vitamine sind wichtig, Bruder. Hallo. Machst du YouTube? Ja. Geil. Hier ist George, unser Nachbar und sein süßes Baby. Hallo. Also wir grillen jetzt, wenn ihr Hunger habt, könnt ihr nachher vorbeikommen, ja? Ein Querschnitt. Ganz wichtig, noch ein Querschnitt. Zack, 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 zack. Diese ganzen Tomaten und Gurken wachsen hier im Garten auf. Obwohl wir Winter haben. Dachtest du, ne? Das hier muss erstmal raus. Warum denn? Weil das giftig ist. Zack, zack und zack. Ich habe auch gerade, als die Kamera aus war, diesen Salat geschnitten. Kommen wir zu unseren Frühlingszwiebeln. Eigentlich fängst du von der Seite an zu schneiden. So, echt, ja? Zack, 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 zack. Und das kommt jetzt alles in diese Schüssel rein. Ey, wow. Egal für die Ameisen. Kommen wir zum Sucuk, Burak. Wir teilen die Sucuk in zwei. Der Saft vom Sucuk muss innen drin bleiben. Wenn man das zu dünn schneidet, wird das zu trocken, wird wie Chips. Oh, Allah gut. Dachtest, ne? Kommen wir zum Sossis. Ihr müsst hier gar nicht viel machen, Bruder. Ein paar Einschnitte. Am Ende sieht's so aus, Jackson. Mit dabei! Okan und sein Neffe. Fasst du? Ja. Mashallah, mein Bruder. Ich grüße Hamza. Kurşun yedin, sol yanımda yaralandın mı ey can? Yaralandın mı ey can? Yaralandın mı? Avlatıldın mı ey can? Avlatıldın mı? Da ist er doch, Eddie. Der immer wieder Veggie. Heute ist auch Karin am Start. Cousin. Jetzt marinieren wir unser Fleisch, Burak. Guck dir mal dieses schöne Stück an, Burak. Thymian, Oregano, Salz, schwarzer Pfeffer. Guck dir das mal an, Bruder. Bin ich in Argentinien oder in Neukölln, Cousin? Neukölln. Biber, kommt hier aufs Grill. Das ist der Game Changer. Okay, okay, okay. Wow. El Fuego. Erdem, der immer wieder. Und so müssen die Brés aussehen. Mit Schmackes. Oggi, was machst du? Bruder, ich mach Suppe für euch. Wir grillen da draußen. Ein Iftar ohne Suppe ist kein Iftar, Burak. Unser Fleisch fängt ja an zu grillen. Guckt euch das mal an. Erdem, heute fastenfreier Tag? Ich hab Meniskusschmerzen. Allah Hafiz. Oh, wow, 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 wow. Was passiert hier? Oh. Hoppa. Krass. Ich will mein Steak aber medium rare haben. Bruder, hast du einen Block aus? Was passiert hier heute? Na, alles gut. Heute grillen, sagst du, Iftar? Kann man machen, ne? Ich habe meine MSA-Präsentation über diese Soße gemacht. Sag mal. Bruder, hat jemand eine Boyband-Gruppe in schwarz bestellt? Das alle haben schwarz an. Oh, Black Edition. Ich schneide das jetzt durch. Ob. Guck dir das mal an, Cousin. Ob ich da reinbeißt. Eishockey-Masen, ne? Oh, Bruder. Who made the steak? Me, never. Guck dir mal diesen Saft an, Bro. Jawohl. Wow.
Wusstest du, dass Hüseyin unser Köftermaster ist? Ich habe noch nie in meinem Leben Köfte angefasst. Okay. Mami ist doch noch am Köfter aus. Also ich glaube, das sieht gut aus, Hüseyin. Kann man machen auf jeden Fall. Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Allah Allah. Bir alo de gelmezsem gençliğim solsun. Aşktan anlamaz. Bu taş kalbim. Bockwurst ist immer dabei. Ey Dicker, wir sind 15 Leute, was habt ihr gemacht? Unser Köfter kommt ja auf den Grill. Digga, ich hab Hunger, ich kann nicht mehr, Burak. Digga, was denkst du, was ich hier die ganze Zeit mache? Erdem bereitet dir unser Pide vor. Tu mal nicht so, als ob du es geschnitten hast. Das war schon geschnitten. In unseren Salat kommt ein guter Schuss Essig rein. Kommt ein bisschen Granatapfel rein. Ein bisschen Salz und noch ein bisschen Essig. Bisschen schütteln und fertig ist unser Essigsalat. Es gibt nichts Geileres als Efeu-Pasha-Sucuk. Das kann ich nur bezeugen. Warum weinst du denn? Es sieht so schön aus. Hüseyin! Oldu. Allah tuttuğum Zorluşları kabul etsin. Amin. Ich bin satt. Freunde, guckt euch mal diese Perfektion an. Afiyet olsun Okan Başkan. Bu tarafta sana. Baba. Du kannst in jedem 5-Sterne-Restaurant essen, nichts ist geiler als ein eigener Grill. Kerem, Kreuzberg'in genç çocuğu. Krank. Bak, das sieht sehr sehr smooth aus, was du da gerade machst, Erdem. Kann ich bitte ein Sucuk essen? Pide mit Ketchup, da drauf wird Sucuk vom Grill. Burak, siehst du das? Ich seh das, Bro. Cousin, guck dir das mal an. 10 von 10. Kannst du probieren? Ja. Hüseyin. Ja. Du hast rasiert, Cousin. Genau hier, Burak. Genau da. Shit. Wir trunken unser Sucuk-Brot in Knoblauchsoße, Jackson. Hat jemand eine Knoblauchparty bestellt? Leute, hört mal das Brot. Sehr soft, sehr clean. Oh mein Gott. Das ist die Farbe. Oh. Steakfleisch darf nicht durch sein, meine Damen und Herren. Oh mein Gott. Champions League. Ich habe selten so gutes Grillfleisch gegessen, Bro. Ich stimme dir zu. Oh, Alan. Hast du da wirklich Kräuterbutter drauf gemacht? Der dem ist dann mal eine Böle oder alle essen Sucuk und Sausage, er isst die ganze Zeit Steak. Unser Baguette kommt jetzt auf unsere Grill. Okay. Hüseyin ist dein Köfte. Champions League. Hüseyin! Er bekommt Farbe. Krank. Chris, Chris, noch einen schönen Grüße an Chris. Ey, kann ich auch jemanden grüßen? Natürlich. Ah, ne! Bitte, alles nur das nicht, bitte. Oh mein Gott! Bist du bereit, Jackson? Ich bin bereit. Cousin! Hat jemand eine Harry Potter Brille bestellt? Ich muss immer an DiCaprio denken, wenn ich kann sie. Was machst du heute Abend? Cousin! Hast du den Leuten was zu sagen, Serdar abi? Ich liebe dich. Mich? Das weißt du ganz genau. Ein Cousin sitzen fast für die ganzen Monate. Cousin. Und Bruder, bist du satt geworden? Wir haben etwas vergessen. Oh nein. Wallah, schmeckt nach Folie. Jetzt trinken wir Tee. Wow. Tavşankanı. Aktuell die beste Süßigkeit auf dem deutschen Markt. Ballisto Lila. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß, oder Jungs? Immer wieder gerne. Richtig geil. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr öfter solche Videos sehen wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne würde ich sagen, ciao und Kakao.